tax collector. At last. Und wir müssen eine neue Kryptapriesterin anheuern. Das geht einigermaßen noch. In the name of the sovereign. So, 10 Tage wollen wir bei 8000 sein. Ah, könnte knapp werden. So, Sivan. My prowess is unmatched. Man merkt, da sammelt sich dadurch, dass wir hier einen Guard Post haben, verdammt viel Geld an. Und er hat's abgeholt, sehr gut. Ah, das ist nicht so schön, dass der Troll jetzt da unseren Guard Post haut. Trading Post. Zum Glück haben wir schon genug Skelette, die auf dem Weg sind, ihn zu verdreschen. Überlebt der Guardturm? Das wäre nämlich sonst lästig. Ah! Das war nicht so gut, dass der Guard Tower abgefackelt wurde. Das lag hauptsächlich an den Skeletten. Gut, ein Guardhaus als Ersatz kann ich bauen. Mehr aber auch nicht. Are you willing to flirt with death? In the name of the sovereign. Mein Guard Post lebt noch, gut. So Sivan. Alles noch mehr oder weniger im grünen Bereich. Alles gut bei denen hier? Denen ist noch alles gut, gut. Your Majesty, a new building is complete. So, neue Markttage. Your Highness, we've improved the guardhouse. Ja, das ist gut. A foul beast approaches. In the name of the sovereign. Ich könnte denen einfach ein Guardhouse vor die Nase setzen und wir hätten vor denen endgültig Ruhe. Da nervt wieder eine Ratte, das ist nicht so schön. Kaum ist das Guardhaus gebaut, wird schon wieder angegriffen. Genau, kloppt die Ratte. Die Ratte hat's auf den Tax Collector abgesehen. Are you willing to flirt with death? Ah, der da ist ein Problem gerade, aber ich denke mal, den kriegen wir auch noch tot. Tax Collector.
Das ist jetzt eher ein Problem. Oh gut, er lässt ab. Gut, er lässt ab und ist mit einer Palace Garde gerade Palace City Guard beschäftigt. Also der Marktplatz hier, der macht gibt mir noch irgendwann einen Herzinfarkt. I serve with pleasure. Tax collector. Weil von hier oben aus dem Creature dennoch ständig die blöden Trolle kommen. Gold, your majesty. Our beast approaches. Tax collector. Gold, your majesty. One step closer. Das ist jetzt auch nicht so schön, aber der Trading Post. Ist jetzt nicht ganz so wichtig. So, Markttag. So, Sival. One step closer. To oblivion. Der wurde verkloppt. Doch, 11 Tage sieht aber recht gut aus. Das. Another day, Crypta. Wiederum ist nicht so gut. Aber sie läuft zum Glück weg. Vielleicht kommt der Swordsman ihr zur Hilfe oder die Skelette. Manchmal sind meine Helden doch zu lebensmüde, muss ich sagen. So. Die werden wenigstens jetzt gerade von meiner Skelettarmee vermöbelt. Oh, mein Trading Post ist weg. Komm, ich baue ihn einmal wieder auf. Und vielleicht sollte ich in dem Healing Potions erforschen, dass meine Leute dort Healing Potions kaufen können. Weil in den Dingern kann ich ja nichts verkaufen, weil hier ständig Markttag ist. Hier oben ist einer meiner Krieger ziemlich mit Problemen beschäftigt. So, noch 4 Tage und uns fehlen noch 15.000. Hätte ich nämlich einen Trading Post der Healing Potions verkauft, hätte ich schon mal einen Vorteil. Nämlich, dass meine Leute nicht so leicht sterben können. Daran hätte ich früher denken sollen. Your Majesty, a new building is complete.
Majesty, your trading post now offers healing potions. Ja, genau das. Wenn ich nämlich jetzt Leute habe, genau, die Healing Potions kaufen wollen. Und ich habe eine Krypta Stufe 10. Ja, pur. Kauft Healing Potions. Hunting is visiting an Elfen Launch. Ja. Die stehen lustigerweise nicht so sehr auf Healing Potions. Aber ganz ehrlich, so können wir von den Kryptapriesterinnen, die das Leben ein bisschen verlängern. Soll ich noch eine? Nein, das ist mir zu gefährlich. Erstens wegen Gold und zweitens wegen zu vielen Skeletten. Noch zwei Tage, um 10.000 zu machen. Mal sehen, ob das lang. Beziehungsweise noch 7 Tage, um 30.000 zu machen. Ja, Fliegen in Terror, Healing Potions, Gambling Hall und so weiter. My ambition has paid off. I serve with pleasure. Behold, your majesty. So, nächster Markttag. Wow. Der Wachturm da oben ist höchste Eisenbahn, sehe ich gerade. Ah, doch ein Tag, um 6.000 zu machen. Könnte hinkommen. Auf jeden Fall hätte ich das mit den Healing Potions viel früher machen sollen. Das war vielleicht der einzige große Fehler, den ich gemacht habe. Ja, Tax Collectors laufen rum. Hold your majesty. Es ist Tag 35. Hm. Wie gesagt. In the name of the sovereign. Ja, es wird wieder knapp werden, deswegen bei Tag 38 fange ich an, mir ein bisschen zusammen zu gamblen. Auch wenn es lame ist. Aber das ist mir ehrlich gesagt lieber, als wieder zu verlieren. So kurz vor dem Ziel. Wobei, es sind noch... Ja, es wird knapp werden. Another day, Krypta. Vor allem ist wieder die Frage, wann der Superangriff vor den Goblins kommt. Another day, Krypta. Ganz ehrlich, ich klau mir mal das Gold zusammen. Was rumliegt. 15.000 noch. Okay.
Am besten, ich speichere jetzt schon mal. So. 14.000 in 4 Tagen. Könnte knapp werden.